Hey, servus und willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, so, das ist die zweite Folge. Wir waren jetzt mal auf dem Weg zum Neverdeath-Friedhof. Und, jo. Ah, okay, so wird es also aufgebaut. Ja, wir reisen dahin. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Jo, und habt einen schönen Tag gehabt. Ihr das? Ja. Huch, das ist ein anderer noch. Kelembur möge über euch wachen. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich gebe es nur ungern zu, doch die Seelenlenker von Kelembur benötigen Hilfe im Kampf gegen die Untoten. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Okay. Die Zahl der Untoten auf dem Friedhof nimmt mit unglaublicher Geschwindigkeit zu. Wenn wir nichts unternehmen, könnte ganz Neverwinter überrannt werden. Ich habe eine Gruppe von Seelenlenkern ausgesandt, um mit den Untoten auf dem Almosenfeld fertig zu werden. Ihr Anführer, Seelenlenker Severin, hat mir eine Akolytin geschickt, die mir sagte, sie würde in das Gebiet hinabsteigen, das als der Graben bekannt ist. Seither haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ich möchte, dass ihr diese verlorenen Seelenlenker sucht. Sprecht mit Akolytin Naaman. Sie kann euch mehr sagen. Naaman. Okay, ja. Mina Naaman. Ah, ich vergesse immer, dass wir Mount hier haben schon gleich. Ich mache mir große Sorgen um Severin und die anderen. Sagt mir, wie ich euch behilflich sein kann. Warum haben Severin und die anderen den Graben betreten? Wir haben Kreaturen im Graben gesichtet, die keine Untoten waren. Severin vermutet, sie könnten hinter der massenhaften Auferstehung der Toten stecken und möchte dem nachgehen. Er hat mich zurückgeschickt, um Seelenlenker Volak zu informieren. Es war gestern und wir haben seither nichts von ihm gehört. Mit jeder Stunde wächst in mir die Angst, dass meinen Freunden etwas zugestoßen ist. Bitte, ihr müsst sie finden. Okay, aber warte mal. Nekromant hat meinen Vater als Zombie auferstehen lassen. Einmal reicht. Okay, warte mal, wir müssen kurz ein bisschen das leiser machen. Das ist hier heftig gerade. So, ganz schön viel los hier. Hätte ich es nicht so gedacht. Aber wo müssen wir lang? Ach, ja, was ist denn da? Wir müssen da hin. Okay, Dungeon, oder? Oder ist das wie bei Elder Scrolls, wo man so Dungeon alleine machen kann? Wahrscheinlich. Dieses Banner wurde entweiht und kann die Kraft von Kelembur nicht mehr kanalisieren. Auf dem Stoff sind Flecken, die verdächtig nach Blut aussehen. Weitere Spuren des vermissten Seelenlängers sind jedoch nicht zu sehen. Oh Gott! Alter, ich geh gleich drauf. Alter. Ah.
Das reiten wir einfach mal da runter. Mal gucken. Huch. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles klicken muss. Die Ausrüstung scheint menschlicher Herkunft zu sein. Ihr seht einen Rucksack, ein Tagebuch und ein beschädigtes Symbol von Kellen vor. Der letzte Eintrag im Tagebuch lautet: Der rote Magier hat uns mittels eines dunklen Rituals davon abgehalten, an Kellemors Kraft zu appellieren. Ich habe gehört, wie er seine Knolldiener angewiesen hat, uns zu einem anderen Bereich von Neverdeath nahe des Soldatendenkmals zu bringen. Der Zauberer brachte Seelenlenker Severin mit in die nahegelegene Gruft und ich schwöre, dass ich seine Schreie von hier aus hören konnte. Möge Kellenpor uns Kraft schenken. Okay. Alles richtig. Was ist das, die Gruft jetzt? Alter. Der hat gesessen, Junge. Steht so. Voll kampfbereit. Warte mal, kann man das kaputt machen? So. Das ist nix, oder? Oh, Geld. Ganz wichtig. Räum mich mal ab ein bisschen. Wir sind in Stufe 2. Kommen wir da hin? Oh. Angst vor dem hier. Wagt es, das Ritual zu stören? Ja. Ich? Oder Magier aus Tai. Tai. Weg. Ich drück einfach mal was. Ich weiß ja auch nicht. Muss man mal richtig blau machen da mit dem Skillungen oder so. Mit seinem Siegel des Abenteuers bekommen. Sonst nix. Oh, was ist das? Wieder der Ermächtigung. Ihr habt meinen Dank. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Die Kajane haben auch meine Kameraden gefangen genommen. Ich bleibe noch genügend Zeit, sie ebenfalls zu retten. Natürlich bleibt noch Zeit. Ich hoffe es zumindest für dich. Für uns. Fertig jetzt hier, oder was? Okay. Oh, das ist schön, dass man rausgepoltert wird. Das finde ich gut. So, warte mal.
Celebor möge über euch wachen. Gnolle, sagt ihr? Die Tajaner haben sich nie darum geschert, mit wem sie ein Bündnis eingehen. Ich bin mir sicher, die Gnolle sind einfach als überflüssige Einheit hier. Ach du Gott. Entschuldigung. Wir haben Berichte über ein unheilvolles Flüstern und dunkle Magie erhalten, die einem seltsamen Objekt entstammen, das vor kurzem auf dem Friedhof ausgegraben wurde. Jetzt, wo sich die Untoten erhoben haben, habe ich nicht genügend Leute, um die Sache zu untersuchen. Ich vermute, dass es sich um einen mächtigen magischen Fokus oder einen verfluchten Talisman handelt. Doch ich vertraue darauf, dass ihr diese Situation meistern und uns das Artefakt beschaffen werdet. Oh ja, das nehmen wir. Oh ja. Ich glaube, die roten Magier locken absichtlich Priester von der Tor zum Almosenfeld, um sie für Rituale zu fangen. Wegen unserer besonderen Verbindung zu den Toten verstärkt die Opferung eines Einzelnen von uns bereits ihr Ritual um ein Vielfaches. Valindras Verbündete, die roten Magier aus Tyria, wecken die Toten und das in großer Zahl. Alter. Ein Frevel in den Augen Celebors. Der heilige Boden dieses Friedhofs wurde durch die schmutzigen Rituale der roten Magier besudelt. Eine Neuweihung dieser Erde wird sie nicht aufhalten, könnte sie aber verlangsamen. Nehmt diese Banner und stellt sie im Norden, Süden und Westen des Almosenfelds auf. Die Macht Celebors wird das Gebiet läutern. Gleichzeitig wird sie auch die Toten wieder wecken, die bereits der Verderbnis anheimgefallen sind. Bitte gewährt diesen armen Seelen ihre letzte Ruhe. Natürlich. Okay, aber warte mal. Ich will was gucken. Was haben wir für Gegenstände bekommen? Oh, Vermögen haben wir 8 Silber, okay. Nützliche Gegenstände haben wir nix. Ruf haben wir auch noch nix. Oh, Mode. Ah, für Begleiter. Diese Entweihung der Toten ist eine Beleidigung Celebors. Ja, ich weiß. Ist alles gut. Kräfte. Moment, wir haben jetzt hier die Kräfte von uns. Mit Stufe 4 wird was freigeschaltet? Auch Bombe. Begegnung. Und dann Lockvogelangriff. Okay, da muss ich mich mal noch ein bisschen schlau machen hier, ey. Bin auch nicht mehr der Jüngste. In einer Serie von Mutausmerzer. Wir haben Stufe 8. Wir sind jetzt Stufe. Was sind wir für Stufe? Das haben wir erst bekommen. Die Vernichtung der Untoten ist unsere oberste Pflicht. Das ist allgemein. Was ist denn das oben, das für ein Symbol jetzt da oben? Wir haben da was. Aha. Da machen wir Geschicklichkeit. Da machen wir Intelligenz. Brauchen wir das? Wie schnell er lernt. Toten haben die ewige Ruhe verdient. Ich glaube, das ist am einfachsten, glaube ich. Mein Titel? Echt? Komm mal von Neverwinter, komm. Haben wir keinen? Alle, wir sind so arm, wir haben nichts. Gut, lass mal es mal so. Da ist er ja, mein Chef, shit, da ist er. Der Hübsche. Okay, machen wir es mal so. Oh, ich hab bloß eine Post bekommen, ich würde gerne wissen. Oh. Und Lord Dagult Never Emperor. Als Anerkennung für eure beeindruckenden Taten möchte euch der Loyalitätsrat einen Rabatt aus seinem VIP-Abenteuerprogramm anbieten. Okay.
Klo. Nee, ups. Was wollte ich denn? Entschuldigung. Das Almosenfeld. Sind wir? Ups. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin nur so weit für diese Quest, glaube ich. Gott. Heilung? Hallo? Hey! Ich muss nur Heiltränke kaufen, glaube ich. Oder kann man sich das herstellen auch? Das ist ja nicht. Warte mal. Ne, wir gehen jetzt erst dahin. Ich glaube, ich folge lieber mal der Spur hier. Nein, das geht gar nicht. Was? Wieso nicht? Die Seelenlenker waren hier. Ich spüre ihre Axt. Oh, oh, oh. Ja! Ey, Leute! Junge! Alter. Wird man da geheilt in dem Feld oder was? Das geht gar nicht. Die ja, was denn? Seelenlenker waren hier. Ich spüre ihre ach so tolle Heiligkeit noch in jedem Stein. Wie konnte es überhaupt passieren, dass der untote hassende Kellenbor Gott des Todes geworden ist? Das weiß ich nicht. Gebe ich ja Sirik die Schuld. Jergal dagegen, das wäre ein Gott des Todes. Bal und Mirk. Das Ruhe Gott bringen. Thank you.
nein, nein, dieser Ort ist sogar noch schlimmer. Die Tajaner würden mein Phylakterion hier auf jeden Fall finden. Dann müsste ich entweder einen jungen, machthungrigen Nekromanten erziehen oder ein Vasall von Sestem werden oder noch schlimmer, mit Melindra Shadowmantle diskutieren. Versteht mich nicht falsch. Ich respektiere Melindras Hingabe zum Bösen, aber diese Frau ist einfach verrückt. Also dieser Ort geht auch nicht. Versuchen wir es woanders. Ups, ach, sorry. Ach Gott, ich hasse das. Egal. Aus dem Eid. Ich habe irgendwie zu schnell umgeswitcht. Sorry. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Aber ich muss sagen, es ist schon cool gemacht. Es ist cool gemacht, okay. Es war am Anfang, dachte ich mir, okay, in der ersten Folge so, ein bisschen popelig. Kelemgor möge über euch wachen. Bei Kelemvors Klinge. Oh, das ist das Phylakterion eines Lichs, eines mächtigen, untoten Magiers. Ein wahres Wunder, dass er nicht versucht hat, eure Seele zu konsumieren. Wir Verdammnisführer versuchen, die Untoten zu zerstören. Aber bei einem solch mächtigen Wesen ist das vielleicht nicht möglich. Die Stiefel haben wir. Muss ich das jetzt anlegen extra? Okay. Ja, Mann. Nee, ich nehme den. Nein! Der hat noch ein Fragezeichen für mich. Ach, wie die anderen Quests. Stimmt. Dreimal die sieben. Ich habe zu viele Freunde an die Untoten verloren. Drück einfach mal was. Ich glaube, das funktioniert gut, wenn man das einfach so drückt. Ein bisschen was. Licht, Heilung. Oh, okay. Also wir müssen uns auf jeden Fall mal ein paar Heiltränke besorgen demnächst. Gucken wir gleich mal in der Stadt vielleicht. Mit dem reden? Nö. So? Hat er sich rum? Er hat sich rumgedreht! Die Sau! Brauner. Ihr seid zu spät. Er gehört mir. Kohle.
Toten verbrennen. Verbrennung der Toten ist die einzige sichere Vorgehensweise. Ah, okay. Feuerbestand ist mittlerweile zu einem beliebten Brauch für die Dahingeschiedenen in der New Neverwinter geworden. Dies liegt größtenteils daran, dass der Never Death Friedhof stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und Tode auf dem Gelände darüber hinaus oft als Zombies wieder auferstehen. Viele Stadtbewohner haben bereits die Erfahrung mit einem von den Gräbern auferstandenen Gebieten gemacht. Okay, nur wenige. Nur wenige möchten andere an diesem Schrecken teilhaben lassen. Selbst diejenigen ohne enge Freunde, Familie fürchten sich mittlerweile von den unaufhörlichen Qualen des Todes. Des Untods. Ah. Jo, klar, jetzt auf einmal kommen sie. Na, derlich, warum? Ey, aber ich werde immer besser, Alter. Umgehen wir einfach mal. Oh, wieso haben die mich gesehen? Stoppen wir mal den kleinen Scheißer hier. Das ist doch Kohle. Wenigstens hat der Schmerz nachgelassen. Ja. Keine Sorge. Ruhe und Frieden. Geil. Schrecklicher Ort. Der heilt die? Oh, gut zu wissen. Exakt. Oh, Kohle. Ihr habt ein neues Lager entdeckt. Oh, du Scheiße. Süßer? Da kommt irgendwas. Was? Die laufen einfach so da rum, okay. Was ist da rein? Magiergrab? Hm.
Ah, sehr schön. Ups. Die Magie nach der Zauberpest. Nachdem sich anfängliche Schrecken der Zauberpest gelegt hatte, entdeckten die Magier, dass sich dadurch die Funktionsweise der Magie in ganz Faerûn verändert hätten. Am offensichtlichsten waren dabei die am Himmel schwebenden Erdsplitter und die gelegentlich auftretenden Zauberpestvorkommen, die auch weiterhin in Form einer blauen Flamme brennen. Die Veränderung war jedoch noch weitgreifender als das. Viele Zauber waren nun schwieriger aufzurufen und bedürfen komplizierter Rituale. Andere wurden so einfach, dass Zauberer sie nach Belieben anwenden konnten. Das gesamte Fundament der Magie hat sich verändert, sodass Magier alles bisherige neu lernen muss. Okay. Hey, warte mal, nicht Ruhe. Aus dir kommt erstmal Ruhe. Ein unscheinbarer Quarzstein, der ein Veredelungspunkt wert ist. Wir sammeln einfach mal, würde ich sagen. Wir müssen uns verstecken. Warum? Warum müssen wir uns verstecken? Finden. Ja, warum? Sie sind überall. Kommen aus dem Boden gekrochen und jagen uns wie Tiere. Es gibt keinen Weg nach draußen. Keinen Weg. Okay. Ihr habt nicht gesehen, was passiert ist oder was sie getan haben. Ist ja nicht schlimm. Nein. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin verletzt, habe Angst und schäme mich, dass mein Glaube an Celemvor gewankt hat. Habt ihr irgendeinen der anderen gefunden? Du musst dich nicht schämen. Alles gut. Du musst dich nicht schämen, mein Schatz. Kriegen wir schon hin. Alles okay. Kriegen wir alles hin. So, warte mal. Was ist da noch? Kohle. Gehen wir da zurück. Oh, ich kann nicht aufmounten. Ah, jetzt wieder, okay. Ah, er kommt her. Wir brauchen unbedingt die bessere Waffen. Aber unbedingt, Alter. Mal da rein. Ich hätte ganz gerne schon die Waffen. Ah. Gott, ich habe ein bisschen Angst. Das sind sie ja schon. Oh Gott, die kommen ja auch schon. Oh Gott, ich hab Angst. Oh. Ey, wieso hilfst du mir nicht? Oh, das ist der. Oh, oh, das ist, der ist ja böser. Die, warte mal, die holen wir mal gleich hier. Weil ich glaube, ich das Gefühl habe, dass die uns sonst killt. Also, dass die den. Die heilt ihn ja, glaube ich. So. Ins Kreis rennen. Ihr seid Vajana, oder? Wer ist Vajana? Ich verdanke euch mein Leben.
Habt ihr die anderen Seelenlenker gesehen? Nein. Auch. Es war eine Falle. Ich sollte dankbar sein, dass es alle von uns geschafft haben. Die Tayana haben uns in den Graben und einen Hinterhalt gelockt. Anscheinend wollte Valindra unser Blut als Energie für ihre Rituale. Und auch gleich noch ein paar Priester Kalimvors als Haustiere. Wenn die Luft rein ist, sollte ich Seelenlenker Volak davon berichten. Ich kann spüren, dass die Kräfte zurückkehren. Lass uns von ihr nach. Dann komm, Mensch. Gott. Laber nicht, komm einfach, mein Gute. Sag mal. Cool, was hat der denn für einen Mount? Schimmelgeil. Alle hier Stufe 3 immer. Der Graben. Kalimvor möge über euch wachen. Dieser Frevel muss gesühnt werden. Wir müssen die roten Magier aufhalten. Ja, zwei Dolche. So, warte mal, die nehmen wir gleich mal an. Aber ich will erstmal ins Inventar. Denn, ja, Mann. Ausrüsten. Was? Wenn ihr Schutzhaupt ist, ausrüstet, wenn ihr den Gegenstand weder tauschen noch verkaufen. Okay. So, und das machen wir in die Schildhand. Das nochmal auch anziehen. So. Okay, Freunde. Würde ich sagen, das war's dann mal mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir diese kleine Perle weiterspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.